Es ist eine Woche des Abschieds. Im Stadtgebiet Friesoythe verlassen gleich 4 Lehrkräfte, darunter 2 Schulleiterinnen, ihre Schulen. Am Donnerstag trat zunächst Liselotte Kühn, Schulleiterin an der Grundschule Ederwächterdamm, als erste in den Ruhestand. Am Freitagmorgen versammelten sich die Grundschüler wieder für eine Verabschiedung, dieses Mal in der Ludgeri-Schule in Friesoythe. Dort wurde der Abend von gleich 2 Lehrerinnen gefeiert. Ingrid Kröger ging nach 40 Jahren in Pension und Vera Ohmann wechselte zu einer Lehrstelle im Ammerland. Nur einige Meter weiter wurde am Freitag ebenfalls Rolf Schliephake verabschiedet. Seit 1992 hatte dieser die Funktion des Konrektors an der Realschule Friesoythe inne. Und ein Ende fand auch die Dienstzeit von Elsbeth Hömken am Freitag. Sie leitete seit 1984 die Marienschule in Thüle und ging nun nach 40 Jahren Schuldienst in Pension. Im Rahmen einer offiziellen Verabschiedung versammelten sich unter anderem der stellvertretende Bürgermeister Karl Schwienhorst, der Schulelternrat, die Schulleiter benachbarter Schulen sowie Vertreter ansässiger Vereine in der Aula der Grundschule.